Was ist die energieeffizienteste Form auf dieser Welt? Es ist die Kugel. Woher weiß ich das? Ich habe Physik gehasst in der Schule, weil ein Lehrer es mir erklärt hat. Und wie hat er es mir erklärt? Er war ungefähr so groß und so und hat gesagt, deshalb esse ich so viel. Warum weiß ich das noch? Ich weiß es, weil ein Mensch einen Eindruck bei mir hinterlassen hat. Mein ehemaliger Lehrer, an den ich mich als erstes erinnere, ist mein Philosophielehrer, Herr Kramm. Den habe ich, glaube ich, manchmal in den Wahnsinn getrieben, weil ich in der Schule notorisch unpünktlich war, jeden einzelnen Morgen und immer mit einer schlechten Ausrede. Aber trotzdem war er so großartig und hat uns so sehr für Philosophie begeistert, dass er sogar 4 besonders interessierte Schüler, und ich war einer davon, nachmittags gerne getroffen hat und abends zum Abendessen, um mit ihnen weiter über Philosophie zu diskutieren. In der Schulzeit war ich noch gar nicht so politisch. Ich hatte Spaß in der Schule und wir haben auch im Sozialkundeunterricht diskutiert über Politik und über Geschichte. Aber als mir dann mein Sozialkundelehrer im Abitur ein Buch geschenkt hat, Henry David Thoreau, Die Pflicht zum Widerstand gegen den Staat, da hat er mir den Schubs in die richtige Richtung gegeben. Die Lehrer sind das Wichtigste und sie sind die bleibenden Erinnerungen aus meiner Schulzeit. Und es hat mich nicht nur für politische Denker begeistert, sondern ist auch was, wofür ich sehr dankbar bin, weil das ist echter Einsatz. Deswegen, Herr Leibold, vielen Dank für dieses Geschenk. Es hat mich geprägt. Und deswegen müssen wir uns dafür einsetzen, dass wir die besten Menschen dafür gewinnen, unsere Kinder zu bilden und ihnen die Chancen für die Zukunft zu geben. Und warum der Weltlehrertag eine gute Gelegenheit ist, Lehrern auch mal Danke zu sagen, finde ich, zeigt sich am Vergleich, wie sind eigentlich Lehrer angesehen. In Deutschland gehört der Lehrerberuf zu denen, die gesellschaftlich am meisten kritisiert werden. In anderen Ländern ist es oft einer der angesehensten Berufe überhaupt. Und ich glaube, und wir als Freie Demokraten glauben, das muss man auch ändern, wenn man weltbeste Bildung will und will, dass Bildung einen anderen politischen Stellenwert in diesem Land bekommt. Thank you.